Herzlich willkommen zum Medienmagazin ZAPP. Schön, dass Sie dabei sind. Bald, am 24. Februar, steht in der Ukraine ein trauriger Jahrestag an. Es ist der Tag vor 2 Jahren, an dem Präsident Volodymyr Selenskyj sich in den frühen Morgenstunden in einer Videobotschaft an sein Volk wendete und den Kriegszustand ausrief. Kurz zuvor hatten russische Truppen sein Land überfallen. Seitdem ist der ukrainische Präsident zu einer Symbolfigur für den Widerstand in den Medien geworden. Und er weiß, die mediale Öffentlichkeit ganz bewusst zu nutzen. Nach außen für militärische Unterstützung und politischen Rückhalt aus dem Ausland. Und nach innen, um die eigene, inzwischen teils zermürbte Bevölkerung irgendwie zu motivieren. Wie geht Selenskyj dabei vor und was für ein Verhältnis hat er zur Presse im eigenen Land in Kriegszeiten? Jelena Morgenstern und Konstanze Nastorowitz. Empfang beim Präsidenten. Volodymyr Selenskyj kurz vor seinem Exklusivinterview mit Karin Mejoska Ende Januar. Trotz Krieg nimmt sich der ukrainische Präsident regelmäßig Zeit für solche Termine. Warum? Das beantwortet er in dem Gespräch sogar selbst. Ich weiß nicht, ob alle meine Worte bei allen ankommen, aber sie sind ehrlich. Sie sollen dazu dienen, dass wir alle vereint sind und dass sich niemand allein fühlt. Und das ist sehr wichtig für die gesamte Ukraine. Auch wenn wir über westliche Journalisten sprechen, die wie Sie jetzt hier sind und die Wahrheit ins Ausland bringen. Selenskyj wirbt für Unterstützung. Und Mejoska für das Interview mit dem spannenden Gesprächspartner. Die Journalistin ist dafür selbst nach Kiew gereist. Auf Instagram zeigt sie sich fast ehrfürchtig, untertitelt ihr Foto mit Waiting for the President. The President ist mittlerweile mehr als der Ukrainer Volodymyr Selenskyj. In Memes wird er zum heroischen Kämpfer, ein Mann larger than life, größer als das Leben. Biografen und Historiker schreiben über sein Leben und große Magazine heben ihn als Helden auf ihre Titelseiten. Doch wie lenkt Selenskyj selbst dieses Bild und mit welchen Mitteln wird es verteidigt? Selenskyj hat seinen Kommunikationsstil schon vor der Invasion entwickelt. Aber mit Beginn des Angriffskriegs wird er weltberühmt. Russland hat eine große Offensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der vorigen Nacht rücken Truppen auf mehrere... Selenskyj steht plötzlich im Sturm. Auf Behauptungen aus Russland, er habe das Land verlassen, reagiert er mit einem Gegenbeweis. Seine zentrale Botschaft... Guten Abend. Der Fraktionsleiter ist hier. Der Leiter des Präsidialamts ist hier. Das Video geht viral und gibt schon früh vor, wie Selenskyj in diesem Krieg kommuniziert. Schnell und selbstbewusst. Simon Schuster kennt Selenskyj seit 2019, hat ihn für seine Biografie so eng begleitet wie nur wenige. Wir interviewen den Journalisten an seinem Arbeitsplatz beim Time Magazine in New York. Das berühmte Selfie-Video, auch für ihn ein Schlüsselmoment des Showmans Selenskyj. We're all still here. Wir sind immer noch hier, keine Panik. Wir verteidigen unsere Unabhängigkeit und so wird es sein, sagte er. Diese Nachricht war sehr wichtig in dem Moment, weil Mut ansteckend ist. So hat er sein Volk dazu gebracht, aufzustehen und Widerstand zu leisten. Vor allem ein Erlebnis mit Selenskyj habe sich bei Schuster eingebrannt. Im November 2022 sei er mit ihm nach Cherson gereist. Die Stadt war gerade erst von den Russen zurückerobert worden. Plötzlich hörten wir heftige Explosionen, ganz in der Nähe. Und anstatt in sein Auto zu springen und wegzufahren, hat er, als er die ersten Explosionen hörte, einen der Soldaten nach dem Wi-Fi-Passwort gefragt, damit er seine Arbeit als Showman fortführen kann. Um der Welt weiter mitzuteilen, was er sah, was er erlebte. Und das machte mir klar, selbst in diesen Momenten von echter physischer Gefahr denkt er an die Botschaft. Selenskyj steht vor 2 riesigen Herausforderungen. Einerseits die Moral im eigenen Volk hochhalten, denn Soldatinnen und Soldaten müssen an die Front. Andererseits den Rest der Welt davon überzeugen, die Ukraine und ihn weiter zu unterstützen. Und das tut er scheinbar unermüdlich. Auch vor dem Bundestag, wo er seinen Appell geschickt mit Schmeichelei verknüpft. Ronald Reagan hat hier gesagt, reißen Sie diese Mauer ein. Und das sage ich nun Ihnen.
Bundeskanzler Scholz, zerstören Sie diese Mauer. Geben Sie Deutschland die Führungsrolle, die es verdient. Auf Selenskys Reden folgen oft Standing Ovations. Die Ansprachen sind dabei stets auf sein Publikum abgestimmt. Bilder, die berühren und an die Zuhörenden appellieren. Wie hier vor dem Europäischen Parlament. Beweisen Sie, dass Sie uns nicht im Stich lassen, dass Sie Europäer sind. Dann wird das Leben über den Tod siegen und das Licht über die Dunkelheit. Ruhm der Ukraine. Jedes Mal, wenn er eine Rede hielt, versuchte er herauszufinden, was seine Zuhörer ansprechen würde. Was wären historische Ereignisse oder Analogien, die sie erreichen könnten? Als er vor dem Bundestag sprach, erwähnte er den Holocaust, den Zweiten Weltkrieg und die Berliner Mauer. Als er vor dem amerikanischen Kongress sprach, erwähnte er Pearl Harbor und Schlachten aus dem Unabhängigkeitskrieg. Er hat immer versucht, den Punkt zu finden. Was ist es, das die Menschen dazu bringt, diesen Krieg als ihren eigenen zu empfinden? Mit Hilfe des ARD-Studios in Kiew gelingt es uns, ein Interview mit Andriy Sybiha zu bekommen. Er ist stellvertretender Leiter des Präsidialamts, einer der engsten Mitarbeiter Selenskys. Welche Medienstrategie verfolgt der Präsident? Wissen Sie, es ist, als ob man die Welt in vor und nach dem 24. Februar aufteilt. Für viele Ukrainer, für unser Land und wahrscheinlich für die Welt begann der Kampf. Der Kampf der Ukrainer. Und ein äußerst wichtiges Element dieses Kampfes war die Kommunikation. Und sie bleibt für Selensky wichtig. Wir hatten Tage, an denen der Präsident viermal vor den verschiedenen internationalen Zuhörern sprach. Wenn Sie Statistiken nehmen, gibt es in 2022 mehr als 200 Ansprachen. Wie wichtig Selenskys Reden sind, betont Sibija immer wieder. Sie seien ein politisches Mittel, das Wirkung zeige. Bei ihrer Vorbereitung haben wir auf die Zustimmungswerte zur Unterstützung der Ukraine geguckt. Und wir haben gesehen, wie diese Unterstützung mit den Reden des Präsidenten proportional zunahm. Selenskys Auftreten, ein entscheidendes Element für die internationale Unterstützung. Aber warum gelingt ihm das scheinbar so gut? Die Antworten finden sich auch in seiner Vergangenheit. Denn Volodymyr Selenskyj hat keine klassische Politikerbiografie. Als Teil der Comedy-Gruppe Quartal 95 macht er Fernsehunterhaltung, baut seine eigene Produktionsfirma auf. Life is 2015 schlüpft er in der Serie Diener des Volkes in die Rolle von niemandem sonst als dem Präsidenten der Ukraine. Und den frisch gebackenen Staatschef spielt er liebenswert naiv. Guten Tag. Wassilij Petrovich Golobarodko? Ja. Guten Morgen, Herr Präsident. Die Serie wird zum Erfolg. Medienwirksam und zur besten Sendezeit verkündet Unterhaltungsstar Selenskyj dann in der Silvesternacht 2018, womit garantiert niemand gerechnet hat. Liebe Ukrainer, ich verspreche Ihnen, als Präsident zu kandidieren. Ich kandidiere für den Präsidenten der Ukraine. Vor dem Angriffskrieg noch von vielen als schauspielender Politiker belächelt, wird er mit Beginn der Invasion zum respektierten Anführer. Einer, der seinen Anzug gegen Funktionskleidung im militärischen Stil tauscht. Das Bild, das Selenskyj international aussendet, ist wohl durchdacht und vorbereitet. Aber wie wird er im eigenen Land wahrgenommen? Die Journalistinnen und Journalisten der englischsprachigen Online-Zeitung Kyiv Independent, die viel im Ausland gelesen wird, sehen ihn deutlich differenzierter. Das Gute an ihm und auch das Schlechte ist, dass er ein Mensch ist. Er ist nicht der typische Politiker, der bloß eine Rede von einem Blatt Papier abliest und ruhig alle Fragen beantwortet. Er hat echte Beziehungen zu Journalisten. Manche mag er, manche hasst er.
Das merkt man, wenn er spricht. Wenn ein Journalist eine Frage stellt, die ihm nicht gefällt, oder wenn er eine schlechte Beziehung zu ihm hat, dann kann Zelensky auch zuschnappen. Ukrainische Medien informieren Zelensky eher als Gruppe bei Pressekonferenzen. Exklusive Einzelinterviews wie das mit Karin Mioska seien meist ausländischen Medien vorbehalten. Ich glaube, dass Zelensky und sein Büro von ausländischen Medien gemocht werden wollen. Für sie ist es wichtig, dass die Menschen im Ausland Zelensky mögen, damit die Ukraine auf der Landkarte bleibt. Aber auch, dass er ein Held ist, den die Menschen unterstützen wollen. Die ukrainischen Medien sind kritischer, weil sie sich nicht nur mit Zelensky als Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte befassen, sondern auch mit der Innenpolitik, mit Korruption, mit Konflikten, mit verschiedenen Politikern und so weiter. Und sie befassen sich auch mit den Leuten, die in Zelenskys Präsidialamt arbeiten. Kiew Independent wurde wenige Monate vor dem Angriffskrieg gegründet. Heute werden die Inhalte millionenfach abgerufen. Ihr Ziel, eine globale Stimme für die Ukraine sein. Alleine auf der Plattform X haben sie mehr als 2 Millionen Follower. Das Team hat Recherchen über die Fremdenlegion in der ukrainischen Armee, über Waffenschmuggel und Veruntreuung veröffentlicht und zog damit nicht nur die Aufmerksamkeit der Leserinnen und Leser auf sich. Das war natürlich eine Geschichte, die das Interesse der ukrainischen Behörden auf sich zog. Und ich will nicht ins Detail gehen, aber ja, der ukrainische Geheimdienst schaut auf unsere Arbeit. Das hat Konsequenzen, die in einigen Ländern als Druck gegenüber Journalisten ausgelegt würden. Borderline involved in things that in some countries would consider to be pressure on journalists. Einen direkten Konflikt mit dem Präsidialamt oder den Behörden gäbe es aber nicht. Die Ungleichbehandlung der Presse. Ist sie für das Präsidialamt überhaupt ein Thema? Unsere Fragen dazu werden weder von der Pressestelle noch vom Präsidialamt beantwortet. Alleine im vergangenen Jahr erschienen gleich mehrere Korruptionsrecherchen. In einer der bekanntesten geht es um das Verteidigungsministerium. Dort sollen Beamte Lebensmittel für das Militär zu horrenden Preisen eingekauft und sich so in Kriegszeiten bereichert haben. Als Folge muss Verteidigungsminister Reznikov gehen. Juri Nikolov vom Projekt Nashi Groshi hat diesen Fall federführend aufgedeckt. Trotz Krieg gehöre auch dieser ins Licht der Öffentlichkeit, sagt er. Wir haben Vorkehrungen getroffen, um Schaden für die Ukraine zu vermeiden. Zum Beispiel haben wir darauf gewartet, dass der Artikel erst nach dem Treffen des Verteidigungsministers in Ramstein veröffentlicht wird. Bei dem Treffen ging es um Waffenlieferungen an die Ukraine. Nikolov und sein Team haben diese Absprachen abgewartet und ihre Recherchen am Folgetag veröffentlicht. Für seine Enthüllung wurde Nikolov in der Ukraine aber nicht nur gefeiert. In den vergangenen Wochen habe er massive Einschüchterungen erlebt. Meine Mutter rief mich an und sagte, dass einige Leute die Tür einbrechen würden. Männer schreien, Nikolov, Nikolov, komm her. Wir haben dir etwas mitgebracht, mach die Tür auf, kannst du hören? Ich sagte meiner Mutter, sie solle alle Türen abschließen. Einzelne Telegram-Kanäle springen auf den Fall auf, stellen Nikolov als Landesverräter an den Pranger. In einem Video, das den Übergriff zeigen soll, rufen die Männer Verräter, Verweigerer, Kremlhure. Nun, ungefähr eine Stunde lang randalierten sie und dann gingen sie weg. Aber die Beleidigungen in anonymen Telegram-Kanälen gingen weiter. Es gab Hinweise darauf, dass es daran lag, dass ich den Präsidenten öffentlich für seine schwache Position in Bezug auf die Mobilisierung von Menschen kritisiert habe. Wer waren die Täter? Noch wird ermittelt. Nikolovs Fall ist nicht der erste. Seit einigen Wochen häufen sich Berichte über Journalistinnen und Journalisten, die unter Druck gesetzt wurden oder sogar umfangreich überwacht worden sein sollen. Diese Woche dann die Meldung, der Leiter der Staatsschutzabteilung des Geheimdienstes wurde entlassen. Zelensky hatte sich schon zuvor distanziert.
Was die Situation mit unseren Journalisten angeht, vor allem die Überwachung. Der Inlandsgeheimdienst hat eine Untersuchung eröffnet und wird alle Umstände aufklären. Jedweder Druck auf Journalisten ist inakzeptabel. Nikolow selbst schließt jedenfalls nicht aus, dass es in seinem Fall Verbindung zum Präsidialbüro geben könnte. Wissen Sie, wenn man schaut, wem es nützt, Russland. Und wenn man schaut, wer es organisiert hat, es ging offensichtlich um Diskreditierung. Und wer in der Ukraine würde Journalisten diskreditieren wollen? Ich habe nie daran gezweifelt, dass es im Büro des Präsidenten Leute gibt, die die unabhängige Presse nicht mögen und denen der Einfluss, den wir auf das Publikum haben, nicht gefällt. Sie möchten, dass anonyme Telegram-Kanäle die Welt beherrschen. Dort kommt es immer wieder zu Desinformationen oder Schmutzkampagnen. Der Einfluss von Telegram ist nicht zu unterschätzen. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer nutzen die Plattform auch als Informationsquelle. Seriöse Medien kommunizieren hier und auch die Regierung. Seit Beginn des Angriffskriegs teilt Präsident Selenskyj jeden Tag Videobotschaften auf seinen Kanälen. Sie sind wichtig für die Ukrainerinnen und Ukrainer, aber sie zeugen auch von einer einseitigen Kommunikation, denn sie lassen keinen Raum für kritische Nachfragen. Auch im klassischen Medium Fernsehen hat Selenskyj als Reaktion auf den Angriff Russlands eine weitreichende und millionenschwere Offensive gestartet. Der sogenannte Telemarathon. Mit Beginn des russischen Angriffskriegs hat die Regierung die größten TV-Sender der Ukraine in einem Programm vereint. Die Vereinigten Nachrichten waren gerade zu Beginn der Invasion eine überlebenswichtige Informationsquelle. Doch die Kritik wächst. Das Programm sei zu regierungsnah, Probleme würden verschwiegen. I think the Ukrainian TV Marathon. Das ist eine komplizierte Angelegenheit. Ich denke, der ukrainische TV-Marathon hat seine starken Momente. Aber im Allgemeinen denke ich, dass die Menschen, die dort arbeiten und die Sender, die am Marathon teilnehmen, an Glaubwürdigkeit verlieren. Ihr Journalismus leidet erheblich darunter, dass er von der Regierung kontrolliert wird. Nach einem Treffen zwischen Selenskyj und Mitarbeitenden des Marathons heißt es von Regierungsseite, der Präsident betonte, wie wichtig es ist, Informationen über die Erfolge der Ukraine in diesem Krieg und Geschichten über den Heldenmut und den Kampf der Ukrainer für ihre Freiheit so weit wie möglich zu verbreiten. Präsident Selenskyj hat das Kriegsrecht über das ganze Land verhängt. Und das verleiht ihm auch die volle Kontrolle über den Rundfunk. Er hat nicht viel Geduld mit denjenigen, die sagen, oh, wir brauchen ein unabhängiges Fernsehen, das den Staat kritisiert oder eine eigene redaktionelle Agenda hat. Ich verstehe diese Position natürlich. Aber Selenskyj sagt, in Kriegszeiten sei Information eine Waffe. Und man müsse diese Waffe nicht auf den eigenen Kopf richten, sondern in Richtung des Feindes. Das ist, was er auf die Frage nach den Gründen für den Telemarathon gesagt hat. Zwei Jahre Angriffskrieg. Das Bild des unermüdlichen Helden hat Risse bekommen, auch in den Medien. Einerseits, Selenskyj sichert der Ukraine weitere Milliardenunterstützung aus der EU. Andererseits, Selenskyj riskiere im offenen Streit mit seinem Armeechef Saluzhny die Einheit des Landes. Dazu die Sorge vor stockender Unterstützung aus den USA. Die Demokraten wollen milliardenschwere Hilfe ermöglichen. Die Republikaner um Donald Trump wollen der Ukraine keine weitere Hilfe gewähren. Selenskyj ist in seiner Rolle als Präsident über sich hinausgewachsen. Jetzt muss er beweisen, dass er die Ukraine auch in einem Krieg führen kann, der noch lange dauern kann. Auf der anderen Seite, also in Russland, macht Präsident Putin keinen Hehl daraus, was seine Medienstrategie ist, auch schon Jahre vor dem Ukraine-Krieg. Er unterdrückt oppositionelle Medien, nutzt das Staatsfernsehen für Propaganda. Daher war es umso erstaunlicher, wie nah Putin einen deutschen Fernsehjournalisten an sich heranließ, Hubert Seipel. Der Filmemacher berichtete jahrelang im Auftrag des NDR über Russland, interviewte Putin mehrfach sogar exklusiv.
Doch seine journalistische Unabhängigkeit steht in Frage. Im Herbst kam nämlich raus, dass Seipel über eine Briefkastenfirma Zahlungen von mehreren hunderttausend Euro aus dem Umfeld Wladimir Putins erhielt. Seipel räumt die Zahlungen ein, sagt, das Geld sei für zwei Buchprojekte gewesen, nicht für seine Filme. Aber stimmt das? Der NDR hat den Fall geprüft, beauftragte dafür Ex-Spiegel-Chefredakteur Steffen Klusmann. Das Ergebnis? Seipel hat große Fehler gemacht, hätte die Zahlungen offenlegen müssen. Den beteiligten NDR-Mitarbeitern könne man dagegen rechtlich keine Pflichtverletzungen nachweisen, denn niemand habe von den Zahlungen gewusst oder gar profitiert. Was die Untersuchung aber auch zeigt, die journalistischen Kontrollmechanismen haben im Fall Seipel jahrelang versagt. Wie kam es dazu? Nils Eitland. Also in Erinnerung bleiben einem ja immer die Bilder und auch die Anfangsszenen. Und da gibt es diese Anfangsszene im Auto, in der Seipel eben dem Putin ganz nahe kommt, sitzt da mit ihm auf der Rückbank. Der Westen hat eine ultimative Forderung. Sie sollen so sein wie der Westen. Sie sollen die Regeln des Westens gefälligst akzeptieren. Nee, ich muss so sein, wie mein Volk von mir erwartet. Diese Behauptung von Seipel, Putin müsse so sein, wie der Westen das wolle der Westen eben. Und das ist ja falsch. Seipels Framing vom dominanten Westen, eine Steilvorlage für Putin. Von der Angst. Gesine Dornblüt war von 2012 bis 2017 Moskau-Korrespondentin fürs Deutschlandradio. Für den NDR hat sie sich die Filme von Hubert Seipel angeschaut, vor dem Hintergrund ihrer Entstehungszeit. Ihre Einschätzung? Mir geht es darum, dass der Kreml Lügen verbreitet hat, schon damals, auch jetzt verbreitet. Das ist ein großes Problem, wie man damit journalistisch umgeht. Und was ich meine und auch belegen kann, ist, dass Hubert Seipel in seinen Filmen diesen Lügen Raum gegeben hat, ohne sie zu hinterfragen. Seipel hat damit nicht nur die eigene journalistische Glaubwürdigkeit beschädigt, sondern auch die des NDR. Der Sender beauftragte ihn mit mehreren Großprojekten. Bereits vor Ich Putin die Doku Gigant Gazprom, danach die Syrien-Falle und schließlich Exklusivinterviews mit Edward Snowden und Wladimir Putin. Die Frage, wusste man im NDR von den Geldern, die Seipel ab 2013 aus Putins Umfeld erhielt? Ex-Spiegel-Chefredakteur Steffen Klusmann hat im Auftrag des NDR mit mehr als 40 Beteiligten und redaktionell Verantwortlichen gesprochen. Sein Ergebnis? Nein, aber... Also müssen sich den Vorwurf machen lassen, dass sie nicht genau genug hingeguckt haben, dem Seipel zu viel Freiraum gegeben haben, ihn in Teilen auch wirklich hofiert haben. Und das hat seiner Eitelkeit also mit Sicherheit nicht geschadet, sondern die eher noch größer gemacht. Und es gab Leute, die haben uns berichtet, wenn der mit Stoffen kam, dann musste das nach seinen Regeln hier laufen. Und das war, glaube ich, am Ende auch ein bisschen das Problem, dass es zu viel nach seinen Regeln ging und nicht nach den Regeln des Hauses, wie man sie kannte. Der preisgekrönte Autor genoss im NDR einen Sonderstatus. In seinem Bericht schreibt Klusmann, seine Projektideen hat Seipel in der Regel nicht der Arbeitsebene, den Redaktionen, sondern den Chefs direkt gepitcht. Allen voran der Leitung des Programmbereichs Kultur und Dokumentation, dem Programmdirektor, dem Intendanten. Die damalige Chefin des Programmbereichs, Patricia Schlesinger. Inzwischen besser bekannt als ehemalige RBB-Intendantin. Eine ZAP-Anfrage vom Dezember ließ sie unbeantwortet. Was glauben Sie, war diese Chefetage, diese Programmleitung möglicherweise anfälliger für diesen Rausch der Scoops, wie Sie es so schön nennen? Eine gewisse Anfälligkeit muss da gewesen sein, weil das natürlich, man sich mit solchen Stoffen auch ziert. Ne? Ich meine, die helfen einem natürlich auch, ein Image und einen Ruf aufzubauen. Und wenn man da so einen Autor hat, der das regelmäßig liefert, dann strahlt das natürlich dann auch auf den Bereich ab, ist doch klar. Dieses Versprechen ließ Seipel sich entsprechend honorieren. Im Bericht heißt es, seine Honorare lagen zum Teil deutlich über dem Normalniveau des NDR. Begründet wurden die Aufschläge zum einen mit der Exklusivität der Stoffe und Gesprächspartner, zum anderen mit der oft aufwendigen Vorrecherche.
Steffen Klusmann hält daher die Höhe der Honorare insgesamt für angemessen. Aber wenn Sie das vergleichen, teilweise mit Festangestellten woanders, und Sie machen 2, 3 Filme im Jahr, dann ist das immer noch relativ übersichtlich. Also da wird woanders deutlich mehr verdient. Seine Verträge schloss Seipel mit der Produktionsfirma Szenezentrum ab, einer Tochterfirma des NDR. In den Verträgen behielt sich Seipel vor, dass Änderungen am Treatment nur mit seinem Einverständnis erfolgen dürften. Die beiden standardisierten Absätze, die vorsahen, dass er entsprechend den Vorgaben und Wünschen von Szenezentrum und NDR zu arbeiten habe, strich er unwidersprochen. Wozu diese Haltung führte, zeigt dieses Interview im Herbst 2014. Putin hatte da die Krim bereits annektiert und die Ostukraine angegriffen. Das Interview lief zur Primetime in der Sendung von Günther Jauch. Laut Bericht hatte Seipel seine Fragen an Putin zuvor niemandem vorgelegt. Da sind russische Soldaten bereits im Donbass und das ist nachgewiesen. Das haben deutsche Korrespondentinnen und Korrespondenten gesehen und auch darüber berichtet. Und trotzdem formuliert Hubert Seipel seine Frage an Wladimir Putin wie folgt. Meine Frage war die Behauptung der kiewischen Regierung und des Präsidenten, dass Russland die Separatisten mit Waffen und mit Soldaten unterstützt. Er hätte natürlich Putin ansprechen müssen auf diese Fakten. Wir haben ja mit Fakten zu tun, nicht mit Behauptungen der ukrainischen Seite. Und dann hätte Putin Stellung beziehen müssen. Das Medienecho damals teils vernichtend. Die SZ nennt das Interview Hofberichterstattung. Die Welt, Kreml TV. Auch Zapp thematisiert die Kritik. Seipel verteidigt sich. Journalisten instrumentalisieren Politiker und Politiker instrumentalisieren Journalisten. Das ist nun mal das Geschäft. Mein Ziel war, so viel wie möglich von ihm zu erfahren und das ins Fernsehen zu bringen und die Zuschauer darüber urteilen lassen. Es wurde damals, das habe ich von fast allen gehört, es gab keine Diskussion über eine sogenannte Seipel-Färbung. Also das heißt, waren die zu unkritisch, waren die zu kremlfreundlich? Darüber wurde nicht geredet, weil der hatte die Freiheit, dem Ganzen so seinen Spin zu geben. Und es gab ja auch in der ARD und selbst vom NDR sehr viel kremlkritische Geschichten. Und man sah das irgendwie, ja, dann haben wir mal halt was ein bisschen positiver ist. Und im pluralistischen Angebot, warum nicht? Tut ja auch mal ganz gut. Als Journalisten berichten wir, was ist. Wir gehen nicht ein und richten uns nicht nach Gefühlen und Gefühligkeiten innerhalb der Gesellschaft, die sagen, wir müssten doch jetzt mal was Positives aus Russland haben. Das ist immer alles so negativ. Wir haben über Jahre uns dieser False Balance, dieser falschen Ausgewogenheit hingegeben. Nur False Balance kann man rechtlich keinem der Verantwortlichen vorwerfen. Für NDR-Chefjustiziar Michael Kühn bleibt daher im Ergebnis, von dem Geld aus Russland war im NDR nichts bekannt. Es hatte wohl auch keinen Einfluss auf Seipels Filme. Klar ist nur, dass es damals schon Anhaltspunkte dafür gegeben hat, dass die Position des Kreml in den Filmen doch deutlich zum Ausdruck kommt. Ob das jetzt aber gleichzeitig schon auch eine Pflichtverstoß ist, wenn man diese Position zeigt, das kann man so, glaube ich, nicht sagen. Natürlich ist beim NDR und insbesondere in den Redaktionen zu unkritisch mit den Filmen von Hubert Seipel umgegangen worden. Das zeigt der Bericht aber ja auch sehr deutlich. Der NDR will nun ausarbeiten, wie die journalistischen Standards in Zukunft besser eingehalten werden können, wenn der Verdacht besteht, das ist jetzt zu schön, um wahr zu sein. Der frühere Spiegelchef Klusmann hat übrigens schon den nächsten Prüfjob, wie heute bekannt wurde, bei der Süddeutschen Zeitung. Deren Vizechefredakteurin hat sich aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen. Es geht um Plagiatsvorwürfe.